Willkommen in der Dunkelheit von The Forest. Hallo, und gleich schlafen. Ja, das ist eine gute Idee. Moment, schlafen. Ach, speichern hätte ich auch mal können. Ach, das mache ich jetzt. Kannst du jetzt nochmal? Hast du schon gespeichert? Ja, warte, speichere ich nochmal. Oh. Einfach 1000 Mal speichern, das hilft immer. Jetzt muss ich erstmal was essen. Die Rüstung sieht schon nice aus, ne? Jo, sieht nett aus. Die Arme fehlen noch. Ja, ich bin gerade dabei. Und die Oberschenkel fehlen auch noch. Nee, die Oberschenkel habe ich. Die Arme Nein. und Oberschenkel habe ich. Das ist alles, fehlt eigentlich nur noch Knie. Oberschenkel, ja, stimmt. Aber sonst. Achso, der linke Arm fehlt, okay. Ich muss nochmal ein bisschen was aufhängen hier, so. Habe ich jetzt. Ich habe noch einen Fisch. Ach, den haue ich schnell auf den Grill. Alter, es liegt mir ein Fisch unter deinem... Ja, ich muss ein bisschen trinken jetzt. Ich müsste eigentlich auch was trinken. Mag meine Wasserflasche mal für Notfälle dann aufgehalten. Das merke ich schon, wenn man jetzt das Wasser trinkt aus dem Topf, das hält ziemlich lang an. Das hält den ganzen Tag, muss man gar nicht mehr trinken. Meiner ist leer, glaube ich. Ja, ich gehe öfters jetzt hin. Das Ding ist fertig, dann Fisch. Ah ja. Jampf. Ja, ich habe letzte Folge ziemlich viel Soda gesoffen. Das hält gar nicht an. Also das ist echt, das ist... Es gibt, glaube ich, nur Energie oder so. Und dann ja, es tut schon dein Trinken auffüllen, aber zur Hälfte... Hallo? Zur Hälfte... Alter, du baust da wirklich nochmal so ein Ding hin. Oder ist es schlecht platziert? Ich habe es nicht gewusst. Ich wollte es irgendwie so hinbauen, dass es schön ausschaut und nicht irgendwie wild irgendwo hin. Nee, es ist enorm. Man kommt ja von dort eigentlich ganz gut hin. Aber brauchen wir wirklich jetzt noch eins? Sollen wir die Sticks wirklich dazu... Ey, das ist ja noch nicht mal richtig voll hier. Ja, ist erwischt. Ja, gut. Müssen ja, sie es noch nicht bauen. Ja, doch, baus, ist ja scheißegal. So. Aber vielleicht haben wir ja irgendwann mal so 20 Hasenfälle und so, wissen gar nicht mehr, wohin damit. Also sag mal, weißt du noch früher, wo wir noch keinen Hasenfall gehabt haben. Du blöder Sack, du. So. Hier haben wir nicht. Achso, hier könnte ich jetzt mal meinen Pott auffüllen. Wenn ich schon mal hier bin. Zack. Oh, nicht craften. So, jetzt mache ich auch mal was anders. Also, ach scheiße, ich will nichts anders machen. Ich jeden Tag gucke ich nur wegen den Hasen nach. Es kann's nicht sein, die Hasenfalle ist zu und direkt neben der Hasenfalle hockt ein Hase und läuft davon. Wenn ich, es ist doch zum Piepen so. Oh, die ist jetzt auch mal ausgelöst. Ach, jetzt habe ich den Bärenstrauch kaputt gemacht. Es kann's doch nicht sein. Es kann's doch nicht sein. Ich habe so die Schnauze voll. Die ist auch, nee, die ist nicht ausgelöst. Gucke ich noch bei dem, die ist auch nicht ausgelöst und die da hinten ist auch nicht ausgelöst. Jetzt habe ich noch zu voll. Jetzt gucke ich nie wieder nach. Ich habe so irgendwann vielleicht mal im Laufe des Spiels mal gucke ich mal, ob alle zu sind. Wahrscheinlich haben wir dann so tote Hasen drin, weil die verhungert sind oder so. Ja, das sind ja zwei. Nein, ich wollte die gerade essen. Das ist halt so gemein zu mir. Ja. Hab noch mal zwei Knochenkörper gefunden. So, Stickies bin ich voll. Rocks auch, gut. Dann kommen wir mal zurück. Oh, jawohl, die kann ich essen. Alter, hast du mich erschreckt, du Bastard. Alter, das leckt gerade bei mir voll. Holy. Oh, Alter. Alter.
Alter, das leckt gerade wie Kacke bei mir. Da sind wieder zwei. Lauf rein! Au. Ey, bei mir sind gerade drei Eingeborene. Ja, bei mir sind zwei. Komm schon, lauf! Komm, lauf! Komm, lauf her! Lauf her! Wieso laufst du nicht in die Falle, du? Komm jetzt her! Ja, Alter. Ich bring gerade zwei. Au. Au, oh, jetzt hab ich. Nein! Jetzt hat er mich dreimal getroffen, der Sack. Ja, komm her! Nein, die laufen nicht in die Falle rein. Hä? Da war doch gerade noch. Ach, da! Alter, wie viele kommen denn da jetzt noch? Ich weiß es gerade nicht, aber wir haben gerade einen völligen Leichenvorrat. Ja, wohl es. Komm her. Die laufen da nicht in die Falle rein, die laufen da immer vorbei. Ja. Komm an. Ja, vielleicht ist es wirklich nur für Mutanten gedacht oder so. Weißt du, zum Beispiel der eine, der voll auf dich sprintet oder so, weil die ist halt echt groß. Guck, ne? die laufen da nicht rein. Jetzt komm halt her. Ja, die ist halt echt groß, ne? Ich weiß nicht, vielleicht. Komm halt jetzt, komm schon! Guck mal, hier bin ich. Komm mal, man kann endlich mal so einen scheiß Stein gebrauchen. Warte. Ach, jetzt. Ja, dann nehme ich halt jetzt deinen Kumpel damit, oh ne? Oh mein Gott, du blöde Fotze, echt. Was bist denn du für ein Monger, Bitch? Alter. Ich kann dich so. Ach, da oben ist noch eine. Oh, die hat die Frage. Zwei. So, jetzt. Aber wir haben echt gar keine Probleme mehr, ne, mit den so, mit den normalen da so, gar nicht. Ja. So, das gibt Knochen, das sage ich dir, leck mich am Arsch. Schmeißt du die schon mal eine, ich hol schon mal die nächsten. Hallo? Ach, dieses Leichenschleppen, ey. Kann man da nicht auch so einen Lok-Schletter benutzen oder so? Ist so lustig. Das braucht man echt, das ist zum Kotzen sowas. So, wollen wir die Scheiße hier mal fertig bauen oder was haben wir jetzt mal geplant? Irgendwie bei den letzten Folgen, muss ich ehrlich sagen, laufe ich ziemlich planlos in der Gegend rum. Also zumindest, kümmere mich nur um die Hasen. Das kann ich jetzt nicht die nächsten 100 Folgen machen. Ich hab das alles geplant gehabt, schon jetzt. Ja, ich versuche das schon ein bisschen mitzubauen, aber das ist ewig viel. Das ist echt viel, also ich würde das jetzt, sag ich, so als Nebenaufgabe anschauen, dass wir das jetzt nicht... Vielleicht um das Tor rum... Da ein bisschen was machen. Und der Rest, der kommt dann allein einfach, sag ich mal da. Ja, so immer und immer wieder mal, ne? Ja. Weil pflanze ich mal da nur darauf, hin. Das dauert viel zu lang. Und dann pflanze ich da noch ein paar hin. So. Ich weiß nicht, sind die jetzt schon aktiv? Ich glaube schon, ne? So. Was aktiv? Ja, war schon. Alles gut. Ich habe mit mir selbst geredet. Wie viele Knochen haben wir denn jetzt? Müssen wir mal wieder Rüstung ein bisschen craften? Haben wir ein bisschen was reingehauen? Ja, auch eine Rüstung. Ich nehme einfach mal alles hier. So, das waren jetzt, glaube ich, alle. Halleluja, alles weg. So. Ja, also wir wollten eigentlich schon vor zwei, drei Folgen doch jetzt eigentlich mal eine Höhle da nochmal erkunden. Ach ja, ich weiß, welche du meinst. Da bei den ganzen Zelten. Das könnten wir eigentlich jetzt mal wirklich mal anfangen, weil ich glaube, jetzt haben wir echt viele. Ja, weil jetzt haben wir eigentlich auch genug Vorräte, sag ich mal. Ja, genug Vorräte. Wir haben die Rüstung voll, wir haben gute Waffen, haben das Atemgerät-Ding da. Wir haben unser Safe House, sag ich mal. Ich nenne es jetzt einfach mal Safe House. Wir haben sogar eine extra Rüstung, falls ist. Ja. Ich habe gerade was rausgefunden. Was? Im Inventar noch dieses Metal Tintray, ne? Bei den Steinen ist das.
Bei den Steinen, lass mich. Ich habe gerade keine Steine im Inventar. Also ganz oben halt, Metal Titan. Ja. Wer, man kann es auf Combine und dann kann man dem anderen Mitspieler da irgendwas dadurch geben. Man kann da Soda reintun, man kann da Fleischstückchen reintun, man kann da Medizin reintun. Ach so. Man kann es hernehmen, um den anderen Spieler da was zu geben. Also falls ich dann nochmal Soda hätte und du nicht und du am Verduschen bist, könnte ich dir da was geben. So ist das. Oh Mann, das fällt mir aber jetzt irgendwie später an. Verdammt. Ich glaube, ich mache mal meine Waffe stärker. Ich tue da noch ein paar Zähne drauf. Die wird aber noch langsamer. Mache ich auch. Ja, das ist ja meine Waffe. Ja. Ach, verdammt. Ja, und ich will drehen. Sind alle Zähne weg? Wieso? Hallo? Ich habe viel mehr Zähne. Ach, ich habe nicht so viel Harz. Okay, das macht nichts. Wunderbar. Hey, es bringt irgendwie gerade gar nichts über, ne? Irgendwie, ich glaube. Ich weiß nicht, irgendwie sind meine anderen Zähne dafür weggegangen. Jetzt habe ich so wenig Zähne drauf. Hä, wenn ich doch jetzt. Es ist gerade ein bisschen zum Kotzen. Naja, wurscht. Ey, die eine Waffe von dem Typen, die macht mehr Schaden als wie meine, aber dafür ist die ein bisschen langsamer. Ach, das ist mir jetzt eigentlich wurscht. So, ja gut, wenn wir dann sagen, wir haben hier fast alles. Jetzt rüsten wir uns noch ein bisschen aus. Ich brauche noch ein paar Sodas. Snacks habe ich. 10 Stück dabei. Ich glaube, das dürfte reichen. Ich würde gerne meine Wasserflasche auffüllen. Hat's mal geregnet? Nee, oder? Shit. Nee. Ich höre schon wieder jemanden rum. Schreien. So, jetzt pass auf. Dann. Nee, ich überlege gerade wegen der Länge von der Folge. Wollen wir jetzt schon in der Folge anfangen, die Höhle zu suchen, sag ich mal, dass wir da dann rein können? Oder wollen wir jetzt in der Folge noch irgendwas wir machen? Wir könnten mal hin, also ich habe jetzt voll Medizin. Sodas habe ich 4 dabei, Snacks habe ich 10 dabei. Ach ja, ich habe jetzt Speer hab ich auch voll. Genau, apropos, wie kann man jetzt Medizin... Noch zwei, ich habe jetzt noch 2 selbstgemachte Medizinteile. Ja genau, wie kann man die craften? Sagen wir das mal. Warte kurz. Ach, das kann man direkt essen, das Zeug. Ja. Super Health ist Marigold, Coneflower und Aloe Vera. Aloe. Wunderbar. Okay, das mache ich ganz viele. Marigold, Coneflower und Aloe Vera. Wie viele man wohl da machen kann? Ja. Ich meine, ich habe jetzt 2, ich glaube unendlich. Ich habe jetzt 4. Aber wieso kann jetzt man da... Ich auch 4, ich glaube das reicht. Ja, obwohl, 1 mache ich noch. Jetzt habe ich direkt 5, genau 10 mal ja. Medizin. Das dürfte theoretisch reichen, wenn ich nicht direkt wieder One-Hit gemacht habe. Ich habe jetzt noch 7 Soda-Dinger, 13 Snacks. Ich habe 4 Soda-Dinger, 10 Snacks. Ah, ich tue jetzt meinen Topf vielleicht noch mit Wasser füllen schnell. Das habe ich schon getan. Und... Was ist das? Eat? Ach, der Fried Spoiled Generated Meat. Guck mal. Ja, das ist von so einem kleinen... Eichhörnchen oder sowas. Achso, okay. Nur schade, dass meine Wasserflasche leer ist. Das ist ein bisschen traurig. Können wir irgendwie die Ropes irgendwo hinterlassen? Können wir Ropes irgendwo reintun? So einen Rope-Sammelbehälter? Was ist Rope? Rope, so Seile, so ein also Behälter. Also Rope. Ja, das wäre irgendwie auch noch praktisch. Das wäre ganz nice eigentlich, ne? Bei unserer Falle liegt noch so eine Leiche. Ich nehme die mal mit, so. Bevor die Fliegen da noch mehr anlocken. Molotow-Cocktail. Hand me X upgrade Beer Rope. Weil Rope kann man wahrscheinlich auch nicht da rein tun, dann. Nee, leider nicht. Puh.
pass auf, jetzt mag ich einmal was ausprobieren. Warte, ich scrofte mir vielleicht mal einen Molotow-Cocktail, der soll ja gut gegen... Ich tue auch gerade, ich habe gerade Feuerpfeile gemacht und dann wollte ich mir einen Molotow-Cocktail machen, wegen den Mutanten. Ja, genau. One close so, Feuerpfeile. Ach, das ist ja... Kann man ja voll gut croften hier. Da hast du wenigstens mal Sinn für die, Dinge, für die... Ja. Alkoholflaschen, dann kann ich mal ein paar Alkoholflaschen aufsammeln, weil ich glaube, die spawnen auch die ganze Zeit hier in der Nähe. Ja, Alkohol findet man echt viel. So, ich habe jetzt 4 Molotovs. Alter, ich bin gerade voll ausgerüstet, Alter. Holy crap. So, da waren noch das Alkohol. Da war auch noch irgendwo Alkohol. Da hinten war auch noch mal. Hä, da war noch mal. Okay, das habe ich schon eingesammelt. Boah, ich habe jetzt 5 Molotov-Cocktails. Schon komisch, ne? Du kommst jetzt mit dem Flugzeug ab und du findest überall Alkohol. Kann man den kümmern? Den kann. Ja gut, Fleisch nehme ich jetzt nichts mit, das lasse ich mal alles hängen. Aber ich esse vielleicht jetzt nochmal ganz kurz was, bevor wir da losgehen. Ja. So. Und vielleicht finden wir unterwegs noch Schildkröten, dann können wir da... Ja genau, da kann jeder von uns noch eins mitnehmen. Hallo Skull. Aber ich glaube, bei den ersten 2-3 Schlägen bekommt man keinen Schaden, ne? Nein, ich hab dich nicht geschlagen. Ich werf immer, wenn du Schaden kriegst von mir, schmeiße ich eigentlich meistens so kleine Steine, weil die mir so auf die Nerven gehen. Denke ich mir, irgendwo muss ich meine Wut rauslassen und mach ja nur bei dir. Wie nett von dir. Genau, jetzt ist die Frage, ich wollte dich mal fragen. Ah ja, genau, bevor wir losgehen, vielleicht mal kurz was essen. Das wäre vielleicht nice. Ach, du hast ja, der kleine Garten da mit den Bären ist ganz cool. Ja, wenn du mal rausgehen willst, ich kann nichts essen, weil du hast irgendwie... Ich kann nur pflanzen. Wieso kann ich pflanzen? Das ist doch scheiße sowas. Ich kann hier nichts essen. Voll die Kacke. Ja, das ist irgendwie noch ein bisschen leicht verbuggt. Da muss man ein bisschen reingehen und so. Naja. Naja, Busch. Dann esse ich schnell noch... Weißt du was, dann... Jetzt habe ich keine... Hast du gerade 4 Sticks oder so? Dann esse ich und trinke ich noch schnell was und dann können wir losgehen. Dann hole ich mir schnell ein paar Sticks. 1, 2, 3. Du wachst. Scheiße. Ein Stick noch. So, und dann mache ich das an. Und dann haue ich mein Fleisch da rein. Mampf, 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 Mampf. Und mein... Warum steht da, can be used to boiled water, polluted water 100%. Ich kann es direkt aus dem Topf trinken. Aber currently polluted water, das solltest du vielleicht nicht trinken. Ja, alles gut, ich hab's da reingetan. Weil polluted heißt ja verschmutzt. Verschmutzt. Oh, ich hab einen Vogel auf der Hand. Dann, okay. Ich hab Durst. Ich hab ja schon einen scheiß Stein hier drin. Ich hab Durst. Warum bist du so gemein zu mir, hä? Da war ein Stein, Entschuldigung. Gut, das ist noch ein Stein. Okay. So, dann speichere ich jetzt mal. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Dann können wir direkt. Dann können wir hier schon einen Cut machen. Dann ist die Folge vielleicht ein paar Minuten kürzer, aber dann können wir direkt nächste Folge losrennen, oder? Warte, so könnten wir es natürlich auch machen, ja. Wasser so. Ist fertig bei dir? Ja, warte, ich spreche noch ein paar Mal. Kluck, 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 kluck. Meinen Topf nehmen und einmal essen. Zack, ich wäre voll super dabei jetzt. Aber für was brauchen wir jetzt eigentlich Loks? Unten 15 Loks? Für was eigentlich? Bauen die denn noch eigentlich? Hast du noch irgendwelche Fallen oder so? Die Loks sind vielleicht für die Wände da hinten. Ah, ja, Wände. Stimmt, da wollten wir ja noch Wände bauen, ja. Ja, genau. Okay, dann, danke fürs Zuschauen, würde ich sagen, oder? Machen wir die Folge jetzt Ende, ja? Danke fürs Zuschauen. Gut, dann und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, ciao. Bye.